Hallo und Servus aus Deutschland. Mein Name ist Robert Höck und ich stelle euch heute das rauwollige Bommersche Landschaft vor. Ja, und hinter mir, da ist diese Rasse bereits zu sehen. Ich bin hier zu Gast bei Michael Runau. Wenn Michael zur alten Streuobstwiese fährt, um bei seinen Mutterschafen nach dem Rechten zu sehen, wird er von seinen Tieren immer stürmisch in Empfang genommen. Schafe in allen Nuancen zwischen Schwarz und Grau kommen zwischen den Obstbäumen hervor und galoppieren ihrem Besitzer zielstrebig entgegen. Sogleich ist Michael umzingelt und hat keine Chance mehr zu entrinnen. Ehe er nicht alle Leckereien verteilt hat, lassen ihn seine Vierbeiner nicht mehr gehen. Was würde sich besser für die Pflege von alten Streuobstwiesen eignen, die heute in vielen Regionen leider kaum noch zu finden sind, als eine alte Haustierrasse? Das Bommersche Landschaf ist genügsam und robust. Es nimmt mit vielerlei Arten von Grünzeug Vorlieb und macht sich zum Teil auch an Pflanzenarten heran, die hochgezüchtete Schafrassen verschmähen würden. Damit sind die Bommerschen Schafe ideale Kandidaten für die Landschaftspflege. Ja, und in der Streuobstwiese sorgen die Schafe ganz nebenbei auch noch dafür, dass die Äste nicht zu tief nach unten wachsen können, denn das würde ja die Wiese zu sehr beschatten. Das clevere Schaf freut sich über den mit Anstrengung erlangten Leckerbissen. Der Birnbaum wird den Verlust einiger Blätter mit Sicherheit verkraften können. Wenn man bei den Bommerschen Landschafen auf der Weide ist, vergeht die Zeit wie im Flug. Die Tiere haben ihren ganz eigenen Rhythmus und strahlen ihre Ruhe auch auf uns Menschen aus. Es macht Spaß, die Schafe zu beobachten, aber es ist auch toll, mit Michael über seine Tiere zu reden. Das mit der Vertonung habe ich ein bisschen versemmelt, aber ich hoffe, man versteht trotz Geblöke und Wind, was Michael von den Muttereigenschaften der Rasse zu berichten hat. Du Michael, wie sind denn die Bommerschen Landschafe so als Muttertiere eigentlich? Also ich finde, sie sind sehr gute Mütter. Also, sie sind sehr selbstständig, wenn sie ablammen. Sie kümmern sich gut um ihre Lämmer, sie haben sehr vitale Lämmer. Bei mir sind die Schafe ja das ganze Jahr draußen, die kommen ja nie im Stall und die lammen auf der Weide ab. Normalerweise ist es so, ich gucke abends spät nochmal, dann liegen sie alle im Keulen. Wieder am nächsten Morgen komme ich und dann stehen die neuen Lämmer da. Habt ihr das gerade gesehen? Just in dem Moment, wo Michael über die guten Muttereigenschaften der Bommerschen Landschafe ins Schwärmen kam, rief ein Muttertier im Hintergrund nach seinen Zwillingen, um ihnen an der Milchbar einen Drink anzubieten, als wollten die Tiere das Gesagte unterstreichen. Und tatsächlich hört und liest man von den Muttereigenschaften der Bommerschen Landschafe immer nur Gutes. Jetzt sind wir auf einer anderen Weide. Hier dürfen die bereits entwöhnten Lämmer in der Jugendgruppe das Sommerleben genießen. Bommersche Landschafe werden ganz dunkel geboren und erst im Laufe des Heranwachsens wird ihre Wolle immer heller. Bei einigen Lämmern sieht man die Aufhellungen schon recht gut. Diese Jungtiere sind bereits sehr zutraulich und neugierig, was Michael sehr wichtig ist. Nee, du kannst das auch, das ist ja gut. Das geht ja auf einmal, wie du geht denn das auf einmal? Der dunkle ist ein Junge, der ist vom letzten Jahr. Wir sind bei unserer nächsten Station angelangt.
Nun zeigt mir Michael seine Zuchtböcke. Auch die müssen nicht, wie sonst häufig der Fall, in Einzelhaft eingesperrt leben, sondern können als Junggesellenherde im Grünen grasen. Bei den Bommerschen Landschafen sind beide Geschlechter hornlos, was den Umgang mit den Böcken um einiges ungefährlicher macht. Die hier sind sowieso lammfromm und genauso zutraulich wie alle anderen Tiere hier. Zugunsten der Rasseerhaltung ist es bei den Böcken natürlich besonders wichtig, auf gute Erbanlagen zu achten. Schließlich kann ein männliches Schaf mehr Nachkommen zeugen als ein weibliches. Was die Farbgebung anbelangt, wird bei den Bommerschen Landschafen jedoch eine gewisse Variabilität akzeptiert, denn sie sind im Laufe ihrer Geschichte nie ganz einheitlich gefärbt gewesen. Auch direkt bei seinem Hof hat Michael einige Schafe auf der Weide. Hier gibt es auch eine Herde, die gemolken wird, was für Bommersche Landschafe recht ungewöhnlich ist. Michael Runau hat viel Erfolg damit. Ja, komm! Ach, schön! Ja, komm! Ich fahr das. Hallo, du Hübsche! Du Ach, Hübsche. Schön! Da ist das eine, guck mal, so! Ja, hallo! Ach, so hübsch! Ach, seid ihr lieb! Was mich beim Dreh für diese Folge am meisten begeistert hat, war der freundliche Charakter der Tiere. Auch zu mir, der ich für sie ja ein Fremder bin, haben sie schnell Vertrauen gefasst und so war es nicht allzu schwer, meine Szenen in den Kasten zu bekommen. Wie zutraulich Schafe sind, hängt natürlich sehr eng mit dem Verhalten des Besitzers zusammen und gewiss auch mit der Herdengröße. Wer mehrere hundert Schafe hat, kann natürlich nicht mehr zu jedem einzelnen Tier eine Beziehung aufbauen. Die vollständige Rassebezeichnung dieser Schafe ist übrigens rauwolliges Bommersches Landschaf. Wie das kam, erzählt uns jetzt Michael. Es gibt einen historischen Text, da heißen sie grauwolliges Bommersches. Grauwolliges, okay, das heißt, der Name ist erst entstanden, wo eine Vergleichsmöglichkeit gegeben war. Ich denke eher ja, ja. Weil das ist ja das, was man als erstes sieht, sie sind grau. Ja. Das, also, weil wir haben natürlich hier im Westen immer Rassen gehabt, wie die Schnucken, die haben viel gröbere Wolle. Die Wolle ist ja gar nicht rau. Ja. Die Wolle ist, also man kann wunderbar die Wolle verspinnen und sie ist gar nicht besonders rau. Ne? Also es ist jetzt sehr kurz, die Wolle, ne? Aber mhm. Da siehst du halt die Farbe da drin eben. Ne? Da siehst du eigentlich auch erst die eigentliche Farbe. Wobei ich das ganz schön finde, also ich mag das nicht, wenn die zu stark verbräunen. Ich finde, die müssen möglichst lichtecht sein. Da. Also hier sieht man ganz gut die verschiedenen Farben. Das ist von dem älteren Schaf die Wolle und das ist ein wunderschönes Vlies. Ne? Das ist ja, wenn man sich das anguckt, das ist ja so eine ganz lange typische Mischwolle. Ne, man sieht auch, die spitzen Stapel sind ganz typisch. Ne? Das heißt, die haben diese Unterwolle ist nicht ganz so lang und die Oberwolle ist eben sehr lang und leitet das Regenwasser gut ab. Ne? Deshalb ist die Wolle, das so ein perfektes Schaf auch für feuchte Klimate. Ne? Das ist halt von einem erwachsenen Schaf und das ist ein Jährlingsschaf. Das ist nicht vollschurig, deshalb ist es auch nicht so lang. Ist noch deutlich dunkler und man kann auch deutlich sehen, wie die Farbe sich noch ändert. Also unten drunter ist es heller als oben, weil das noch nicht seine endgültige Farbe hat. Ne? Während dies die endgültige Farbe ist. Das spinnt sich wie von selbst, so eine Wolle. Mein Nachmittag bei den Bommerschen Landschafen neigt sich nun dem Ende zu. Es war ein tolles Erlebnis für mich, diese alte Schafrasse kennenzulernen. Überall in Europa wurden in den letzten Jahrzehnten die alten Landschafrassen massiv von leistungsstärkeren Rassen verdrängt. Viele sind ausgestorben, andere konnten nur dank der Bemühungen einiger weniger Menschen bis heute erhalten bleiben. Eine weitere deutsche Landschafrasse, die wieder etwas mehr Aufmerksamkeit gut gebrauchen könnte, ist das Bentheimer Landschaf. 2003 wurde diese Rasse deshalb sogar zum Haustier des Jahres ausgerufen. Nicht einmal mehr 600 Tiere gab es, als diese Rasse in den 80er Jahren ihren Tiefpunkt erreicht hatte. Heute wird das Bentheimer Landschaf wieder vermehrt in der Landschaftspflege in Moor- und Heidegebieten eingesetzt. Mit dem Bommerschen Landschaf kann man es eigentlich nicht verwechseln. Charakteristisch für die Rasse sind relativ lange Schwänze und eine weiße Grundfarbe mit pigmentierten Zonen im Gesichtsbereich, speziell rund um die Augen. In einer der künftigen Folgen von Alte Nutztierrassen kann ich euch das Bentheimer Landschaf hoffentlich näher vorstellen.
Nun aber noch einmal kurz zurück zum Selbstversorgerbauernhof von Michael Runau. Wie manche von euch vielleicht schon von Folge 101 wissen, ist Michael nicht nur ein begeisterter Schafzüchter, sondern hat auch an den ostfriesischen Möwenhühnern einen Narren gefressen. Die schöne alte Landhuhnrasse genießt auf seinem Hof ein traumhaftes Leben. Die zweite Hühnerrasse, die Michael züchtet, ist das sogenannte Mechelner Huhn. Die Mechelner sind eine schwere, fleischbetonte Rasse aus Belgien. Mit dem gesperberten Gefieder sieht diese Rasse sehr attraktiv aus. In einer der nächsten Folgen kann ich euch Michaels Mechelner, wow, was für ein Zungenbrecher, näher vorstellen. Ich freue mich schon sehr darauf.